Herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ich muss euch zeigen, was ich ergattert habe. Ich bin, ja wie man mich kennt, sehr speziell, was Klopapier angeht. So Leute, jetzt ist, ne, zu diesen aktuellen Zeiten der Worst Case eingetreten. Es gab kein Duftklopapier mehr. Aber was ich dann entdeckt habe, war dieses. Kann mir mal jemand erzählen, wie schön diese Verpackung ist? Idol of Sweden Team. Bitte eine Handyhülle genau in diesem Design. Es kann nur von denen kommen, oder? Ich finde es so hübsch. Okay, wow. Ich habe mich jetzt genug über Klopapier gefreut, aber zieht es euch rein. Guckt euch das an. Ich werde mir das hier bald als neues Bild irgendwo aufhängen. Ja, das Klopapier werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Nein, Spaß. Irgendwann ist es dran, aber ich finde das Muster sehr schön und so wie ich gerne bastel ich mir da nachher echt noch was draus. Okay, bitte nicht einweisen lassen, ja? Wir machen weiter. Ich hatte kurz das schon ganz kurz bei Instagram gezeigt. Unser Windelproblem, mir wurde das jetzt empfohlen. Die sollen super saugfähig sein. Ich hatte sogar noch einen 15% Babylove-Coupon, also von daher hat sich der Spaß auch gelohnt. Die sind wohl ein bisschen teurer, aber die Pants sind generell ein bisschen teurer als die anderen Windeln. Wir testen das, ne? Wir testen das. Ja, dann habe ich noch was richtig Tolles entdeckt, wo wir schon beim Klo-Thema sind. Okay, wow. Ich weiß auch nicht, warum ich mich über sowas so freue, aber es gab neue Duftsteine von Denk mit. Also preislich, der Burner. Sie sind rund. Das lässt mich vermuten, dass sie so gut sind wie die runden Active Balls, nur halt nicht 3D-rund. Nein, mal gucken. Ich wollte sie mal ausprobieren. Ich war ganz neugierig. Kannte ich noch nicht. Steht jetzt nicht dran, dass es neu ist. Vielleicht war ich auch immer blind, aber naja, wir probieren sie aus. Okay, dann war das hier doch ein kleiner Weihnachtseinkauf. Ne? Man sieht ja auch den Tannenbaum im Hintergrund. Ich bin dieses Jahr letzter Drücker. Ich war jetzt eine ganze Zeit lang krank und das passte mir halt gar nicht, weil dann zwischendurch auf einmal kam dieser Lockdown und ich so, ich konnte ja auch nicht rausgehen. Ja, also muss ich jetzt aus der Drogerie meine Geschenke besorgen. Viel mehr blieb mir nicht und ich brauchte Bilderrahmen. Ich konnte in dem Moment auch gar nicht so schnell entscheiden. Ich glaube, die haben mir 1,95 gekostet oder so. Ja, es steht jetzt hier gar nicht mal. Ja, die habe ich jetzt einfach mitgenommen. Schlicht und weiß. Ich hoffe, das ist das richtige Format, aber ich meine 10x15 Fotos hatte ich schon gedruckt. Dann hatte ich noch große Fotos gedruckt. 20x30. Jetzt war ich mir auch nicht sicher, wie viele Rahmen ich brauchte. Ich habe jetzt zwei mitgenommen. Ich glaube, die haben um die 3 Euro gekostet. Ja, hier stehen aber auch keine Preise dran. Ja, genau. Übrigens fand ich dieses Pferdebild, Pferdebild. Man könnte denken, ich sei besoffen. Bin ich aber nicht. Zebrabild. Fände ich auch so, wie es jetzt ist, fürs Kinderzimmer gar nicht mal so übel. Naja, kann ich mir noch überlegen, falls ich doch nur eins verschenke. Ich cleverer Fuchs. Und jetzt habe ich noch einen richtig coolen Bilderrahmen gefunden. Der ist, Leute, erste Sahne, oder? Erstmal ist er Gold, ne? Das ist schon mal schön. Und es ist hier so eine kleine Staffelei. Wie niedlich ist das bitte? Also es ist so Roségold. Also ich war irgendwie schockverliebt und ja, ich weiß auch schon, wer es bekommt. Und oh, schön, oder? Ja, auf jeden Fall fand ich es richtig niedlich. So, jetzt kommen wir zu den drogerierenden, mehr drogerielastigeren Sachen. Also ich meine, Fotorahmen, da warte ich jetzt nicht so in der Drogerie. Ja, wie auch immer. Ich mache einfach weiter, ne? Besser ist. Ich weiß ja nicht, was mit mir los ist, weil ich habe eine Laune. Naja. Ja, die Kleine braucht ja noch was Süßes, so. Was sie dann auch verträgt. Und dann habe ich hier von Frusano nochmal diese Rice Krispies mitgenommen. Mit Malz und Traubenzucker, Gluten und laktosefrei. Tipptopp. Hat mir schon öfter, sind nicht ganz günstig. Aber ich glaube, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich bei Frusano sogar bei DM Coupon hatte. Also. Wer dort noch viel von kauft, öfter mal kauft, lohnt sich. Definitiv. Ärgert mich, dass ich nicht noch mehr mitgenommen habe. Den Coupon habe ich leider erst später entdeckt. Also kurz vor der Kasse. Ja, dann habe ich mir hier von Nivea mal ein neues Deo gekauft. Oh, es ist so schön überbelichtet hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es heißt Winter Moment. Kannte ich noch nicht. Ich bin einfach diesmal nach Preis gegangen. Ich wollte nicht das günstigste, ich wollte nicht das teuerste. Und dann stand da Nivea. Aber Nivea geht eigentlich immer. Oh, wow. Leute, was ist das? Hallo? Habt ihr das gesehen? Seht ihr diesen weißen Fleck?
Aber es riecht dafür gut. Na gut. Oha. Ob das so geil ist, das bröckelt hier alles mega runter. Hallo? Muss man das schütteln? Naja, einen kleinen weißen Touch hinterlässt es schon. Na gut, der Geruch macht alles gut. Es riecht wirklich so, ja, Nivea halt. Man riecht, dass es Nivea ist, sagen wir mal so. Aber es ist ein guter Geruch. Trotz alledem, das mit dem Weiß gefällt mir nicht so gut. Nicht, dass ich hier so ein Montagsprodukt gekauft habe. Naja. Ja, das Kind hat noch zwei Quetschis bekommen. Ja, ich bin ganz ehrlich. Also ich finde, Fruchtbar macht das ganz toll und hat ganz tolle Serien und alle Kinder lieben es und ich weiß es auch, aber aufgrund ihres Magens kriegt sie das viel, 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 viel seltener als je zuvor, weil ich mir mittlerweile auch damit nicht mehr so sicher bin. Leider Gottes, aufgrund der Heidelbeeren, also ich muss sie noch geringer portionieren aktuell. Warum kann ich gar nicht erklären, ob es an der Kombi liegt oder ich weiß es nicht. Also das ist bei uns wirklich die absolute Sonderausnahme. Aber der Grund, weswegen ich das jetzt gekauft habe, weil wir unbedingt die Taschensammlung vollkriegen wollten, damit ich das hier endlich mal wegschicken kann. Weil hier stapeln sich die Quetschis und wir kommen einfach nicht an. Ich glaube, 30 Stück brauchen wir für die Tasche. Ja, da fehlt uns noch ein paar. Genau. Deswegen habe ich sie jetzt nochmal mitgenommen. Dann habe ich mich, wo wir schon beim Thema Essen sind, an noch was gewagt. Und zwar hatte ich schon mal so einen DM-Joghurt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, liebe Veganer, ihr könnt mich jetzt alle hassen, aber mich irritiert es, einen Joghurt zu kaufen, der nicht gekühlt ist. Also der steht einfach so bei solchen Produkten einfach so mit im Regal, ist nicht gekühlt. Und ich hatte das schon mal als Kokosjoghurt. Mit Kokos ist bei mir auch immer so eine Sache. Aber gut. Ich wollte es irgendwie nochmal testen. Irgendwie fuchst mich das, weil ich das so absurd finde, dass ein Joghurt einfach im Regal steht, ohne Kühlung. Jetzt habe ich mal Cashew Natur mitgenommen. Fand ich hochinteressant. Ich habe jetzt keinen Zucker drin entdeckt. Das Einzige, was mir ein bisschen ja, seltsam vorkam, war Pektin. Sagt mir nichts, habe ich aber irgendwie schon mal gelesen. Es soll ein Stabilisator sein. Ansonsten, ja. Cashew, Wasser, Cashewkerne, Joghurtkultur und Stärke. Ich bin gespannt. Wie ein Fuchs, sag ich euch. Bis 31.03. sogar haltbar. Aber ich denke halt immer so Dinge, also ich will jetzt auch nicht so viel über Ernährung reden, aber wir essen ja aktuell irgendwie nur frisch. Und frisch bedeutet für mich, läuft schnell ab. Und deswegen passt es in meinem Kopf noch nicht in die Kategorie gesund. Also bei mir ist gesund nicht immer gesund, sondern Gesundheit ist für mich verträglich. Und ach, naja, egal. Ich probiere es aus. Ich bin da total tierisch neugierig. Und wer weiß, vielleicht ist das mein neuer Joghurt. Vielleicht mal was Besseres als Natur. Naja, dann habe ich mir wohl oder übel Mülltüten mit Tragegriff. Also ich nutzt nur noch die mit Tragegriff. Also dieses mit diesem Zuziehband, ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Also wenn ich da dran ziehe, reißt es immer. Und ich weiß auch nicht. Und dann reiße ich das da raus und keine Ahnung, was ich falsch mache. Ich kann die einfach nicht bedienen. Deswegen brauche ich die auf jeden Fall mit Tragegriff. Und die Duftdinger gab es nicht mehr mit Tragegriff. Also, Leute, ich weiß nicht, was in meinem Leben los ist. Klopapier ohne Duft. Mülltüten ohne Duft. Was tue ich nur? Okay, Spaß. Es gibt Menschen, die haben wirklich Probleme. Nein, es ist nicht so schlimm. Ich werde es überleben. Ich bin jetzt auch nicht todtraurig deswegen, ne? Nicht, dass das hier nachher heißt. Die Alte, die hat doch einen Schaden weg. Ja, und ein letztes Produkt habe ich noch, und zwar Tempus. Ich war ja wieder so clever. Ich weiß auch nicht. Ich kaufe dauernd Tempus, bin nie erkältet. In dem Moment, wo ich wirklich mal erkältet bin oder war, denkt ihr, ich hatte ein einziges Tempotaschentuch oder. Es muss ja nicht Tempo sein oder so ein ganz normales Taschentuch zu Hause. Nein. Wow. Mal gucken. Jetzt muss ich tatsächlich schön, wenn ich darüber rede, schon fast niesen. Mir wurde mal gesagt, wenn man hier so drückt, soll es weggehen. Bravo. Müsst ihr mal ausprobieren. Wirklich, wenn ihr denkt, ihr müsst niesen und ihr seid irgendwo, wo euch das richtig peinlich ist. Ich hatte das damals mal irgendwie in solchen Konferenzen oder so. Dann müsst ihr hier drücken, dann geht's weg. Wie auch immer, ich habe jetzt die Taschentücher, ich bewahre sie gut auf und hoffe, dass die nächste Erkältung einfach gar nicht eintritt. Und diesmal verschenke ich sie vorher nicht. So, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen, verlinke euch hier meine letzten beiden Videos, könnt ihr mich gerne abonnieren.
und wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit.